Es gibt drei Hauptgründe für eine Impfkampagne. Wenn die routinemäßigen Impfungen eines Landes unzureichend sind, sogenannte Nachholimpfungen. Bei einer Epidemie oder um in Notsituationen einer Epidemie vorzubeugen, zum Beispiel bei Bevölkerungsverschiebungen. Im letzten Fall, etwa in einem Flüchtlingslager, erhöhen Faktoren wie Überbevölkerung, schlechte Lebensbedingungen und begrenzter Zugang zu medizinischer Versorgung das Risiko für Krankheiten. Doch es gibt viele Hürden, wenn eine Notfallimpfaktion stattfinden soll. Sicherheitsbedingungen. Teams können bestimmte Regionen nicht erreichen oder die Menschen die Impfstellen nicht. Verzögerte Lieferung, etwa wegen Fehlbeständen von Impfstoffen. Die Genehmigung durch lokale Behörden kann ein Problem sein. Verfügbarkeit von verlässlichen Daten zu Demografie und Topografie. Logistik, Aufrechterhaltung der Kühlkette zur Aufbewahrung der Impfstoffe. Und schließlich die Kosten. Der Pneumokokken-Impfstoff gegen Lungenentzündung zum Beispiel kostet 7 Dollar pro Dosis. Je nach Alter eines Kindes sind 2 oder 3 Dosen nötig, was 21 Dollar bedeutet. Diese Hürden können ernste Auswirkungen haben. Im Südsudan musste MSF fast ein Jahr warten, bevor im Flüchtlingslager Ida im August 2013 die Kinder gegen Lungenentzündung geimpft werden konnten. Um die Hürden zu überwinden, müssen Fortschritte gemacht werden in der Entwicklung von Ein-Dosen-Impfungen, die leicht zu verabreichen sind, und der Herstellung von hitzebeständigen Impfstoffen, die keine Kühlkette erfordern. Zusätzlich muss der Preis für Impfstoffe sinken. MSF lancierte im April 2015 die Kampagne A Fair Shot und ruft dazu auf, den Preis der Pneumokokkenimpfung gegen Lungenentzündung zu senken, von aktuell 21 runter auf 5 Dollar pro Kind.